Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. Ich bin wieder ganz alleine, denn heute ist Montag. Und ich nehme auch am Montag auf. Und ich sehe, ich habe noch meinen alten Skin, den alten Skin von dem alten Skin. Also das heißt, ich muss nochmal Minecraft überarbeiten die Tage. Dass ich wieder den normalen Skin habe, dass er nicht war. Oh nein, ich habe den noch zweimal. Ich habe den 1.8 Skin und den 1.8 Skin für Animated Player und habe den falsch reingemacht. Ich habe den normalen 1.8 Skin reingemacht. Aber naja, das denke mal, das dürfte heute nicht stören. Und zwar habe ich noch ein bisschen vor, das Dings zu holen hier hinten für, oh mein Gott, ganz viel Wolle oder Baumwolle ist es, glaube ich. Hier für den Berg wollte ich noch ein bisschen was holen und da mache ich mich jetzt auch auf den Weg. Ich weiß nicht, ob ich noch was habe. Ich gucke mal ganz kurz in meinen Rucksack, den ich nicht dabei habe. Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Mein Rucksack ist weg. Habe ich den woanders hingelegt? Warte mal, ich hatte noch einen kleinen schwarzen, glaube ich. Oder noch einen. Ne, einen roten hatte ich, glaube ich, auch. Nee, hey. Habe ich den irgendwie verloren? Ja, muss ich mal kurz gucken. Weil ich habe ihn hier nicht drin, ne? Nein. Ich habe ihn nicht drin. Hä? Habe ich den jetzt in irgendeiner Folge verloren oder so? Hier ist ein großer Schwarz, aber ich habe noch einen kleinen roten, glaube ich. Ist das? Achso, das ist ja dieses Herz. Vielleicht hat er noch Metos oder so eingesammelt. Irgendjemand, weiß ich, irgendwann mal gestorben oder so. Kann ja auch sein. Ich frage einfach mal, ob die noch den kleinen roten, ob jemand den kleinen roten Rucksack hat. Weil ich habe ihn nicht. Aber apropos, wir können dann mal ganz kurz ein bisschen unser Inventar lernen, bevor wir losgehen. Für die Sachen, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Ich packe das erstmal, obwohl das kommt nicht hier rein. Das kommt da auch nicht rein. Das wird aber gleich weggeworfen. So, den Hammer. Ah ne, den packen wir oben auf jeden Fall wieder ins Dings. Hier, komm weg, zack, zack, zack. Hier, komm, auch weg. Obwohl, warte mal, wir brauchen noch vielleicht noch ein bisschen Steine zum Rüberbauen. Hier, ich werf weg und hol wieder rein, ne? einen davon können wir entbehren. So, ich will auf jeden Fall mich ein bisschen beeilen. Wie gesagt, heute alleine, wie gesagt. Da ja die Aufnahme auch immer dienstags ist, am Dienstag nehme ich dann wieder mit Metos und Duffy auf. Die Folge kommt dann am Mittwoch, die seht ihr dann. Dienstag kommt ja bei mir Fallout, also morgen. Ja, ich habe aber jetzt so gedacht, ich war nämlich heute ein bisschen weg. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich mich ja nebenbei noch selbstständig machen möchte, als Webcoach und als Cutter. Und heute war Konzeptvorstellung, läuft alles richtig gut, jetzt heißt es nur noch Businessplan schreiben. Innerhalb von 2 Wochen, das ist echt eine schwierige Aufgabe. Also so normalerweise, wenn man einen Businessplan macht, auch in Ruhe, ne, also das ist ohne großen Stress und richtig ausarbeitet, dauert das, man kann man da sagen, okay, das kann, also zumindest in meinem Fall, da ich ja nur 2x die Woche in dieser Maßnahme für Selbstständige bin, wo ich das ja alles richtig lerne, kann man so 2 bis 3 Monate einrechnen und man sieht sich halt 2x in der Woche nur und wir haben dafür 2 Wochen Zeit. Das ist also echt eine heftige Sache. Im Endeffekt sehen wir uns dann sozusagen, da ich ja sowieso morgen, Mittwoch wäre ja, Mittwochs und Donnerstag wäre der Termin. Da Mittwoch aber zum Beispiel bei mir jemand kommt wegen der Gasthermie, weil ich heize ja mit Gas, habe keinen Durchlauferhitzer. Da soll irgendein Teil ausgetauscht werden. Das heißt, da kommt morgen jemand, Mittwoch, warum sage ich mal morgen? Heute ist doch Montag, mein Gott. Da kommt Mittwoch jemand und da kann ich zum Beispiel auch nicht hin. Am Donnerstag kann ich hin, da fahre ich dann so hin, dass ich um 9, kurz nach 9 da bin. Kurz nach 10 da bin, bin dann bis abends um 16 Uhr oder so bin ich weg. Das ist echt eine heftige Geschichte. Dann ist vorbei. So, dann, ne, dann ist die Woche so dafür rum. Jetzt kommt's. Darauf die Woche, also nächste Woche, habe ich am Mittwoch einen Termin mit meinem Steuerberater. Ja, um 16 Uhr, gut, da kann ich natürlich hin, aber ich kann keinen Langtermin machen, den mache ich dann am Donnerstag. Das heißt, ich gehe dann auch wieder, so wie auch wie jetzt diese Woche, gehe ich wieder eine Stunde eher hin als sonst, weil sonst immer um 10:30, ich gehe dann um 10 hin, um 11.30 Uhr meine ich, und ich gehe jetzt um 10 hin. Das mache ich dann nächste Woche Mittwoch auch und nächste Woche Donnerstag. Also das heißt, wir haben im Endeffekt haben wir nur 3 Tage, noch nicht mal ganz 24 Stunden dafür, den ganzen Businessplan auszuarbeiten, plus Konzept, plus, das ist so viel, weil Leute, der Businessplan, ne, ihr geht mal auf Google und gebt mal Businessplan an und guckt euch mal ein paar Bilder dazu an und lest das dann mal durch, aber ich kann euch an sich schon sagen,
Also man kann so sagen, so 30 Seiten, 32 Seiten, das ist schon echt das ist schon super. So sollte es sein auf einem Businessplan. Also da hast du viele, viele Seiten. Du musst die ganzen Konzepte, alles, was du machen willst, dies und das und jenes, und dann mehrere Seiten lang muss man da reinschreiben, die Verdienste, die Finanzen, was man da verdient. Das heißt, in 2-3 Jahre vorausplanen, was ich dort einnehme. Ey, das ist echt eine schwierige Geschichte. Eieiei, ich bin ja mal so gespannt, wie das auf jeden Fall läuft. Weil ich möchte ja zur Unternehmensgründung ein bisschen Unterstützung bekommen. Ich brauche halt dafür eine Facecam, vielleicht auf jeden Fall ein neues Mikrofon und dazu halt ein Mischpult plus Mikrofonarm plus Mikrofonkabel, damit es ja alles funktioniert. Neue Tastatur, eine neue Maus, mit mehr Tasten auf jeden Fall an der Seite, damit ich halt immer, wenn ich diese Webcoach-Geschichten mache, diese Seminare, dass ich dann immer so die einzelnen Sachen durch, dass ich Dokumente damit aufrufen kann, weil ich ja PowerPoint-Präsentationen machen werde und so weiter und so fort. Damit ich dann immer so weiß, dann drücke ich auf den Knopf, dann machen wir dies, dann fragt da jemand nochmal eine halbe Stunde später nach dem, dann drücke ich den Knopf, dann wird das nochmal kurz aufgeblendet und so weiter. Das ist halt, deswegen brauche ich eine Maus mit 10 Tasten. Eine neue Tastatur, ich habe eine Funktastatur, es muss halt alles funktionieren. Und als Cutter muss das funktionieren, da kann die Tastatur nicht aufhören, weil ich will anfangen mit Tastatur zu arbeiten, auch beim Schneiden, dass ich dann zum Beispiel, blub, so, dass ich dann einfach zum Beispiel, Dings, wie heißt's, oh mein Gott, ich habe kaum noch was, ich mach mal ganz kurz, ich brauche nämlich noch, wenn das Schwert kaputt geht, bin ich natürlich sehr arm dran, bin ich richtig arm dran, wo war ich gerade stehen geblieben? Ah ja, Tastatur, ne? Man kann ja bei Premiere kann man ja auch mit Tastatur machen. Also es gibt auch extra Schneidtastaturen, die werde ich mir auch irgendwann, also Schnitttastaturen, die werde ich mir auch irgendwann mal besorgen. Die haben ja so farbige Tasten und da sind auch die Sachen drauf, was das Ding macht. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt da irgendwo einen Schnitt haben will, drücke ich einfach Leertaste. Zack, ist zum Beispiel, wenn ich das einstelle, dann ist da der Schnitt. Will ich zum Beispiel da einen Platz, dann zack, oder löschen, auf L drücken oder sowas. Weil das ist dann alles möglich und das will ich halt, ich will halt ein bisschen effizienter arbeiten, weil ich ja später anbieten werde, für andere Leute die Videos zu schneiden mit dem Cutter. Mit einem Webcoach, in Seminaren im Internet, über YouTube etc., da gebe ich halt richtig Infos preis. Und Alter, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, ne Leute? Heftig. Und wie gesagt, wo ich gerade stehen geblieben bin, wie gesagt, als Cutter und als Webcoach und dann diese Seminare, wo ich dann Infos wo ich dann so ein bisschen über YouTube rede, über Twitter und so, über Dings, Methos wird auch mal dabei sein, in einem Webinar, so nennt sich das, wird über seine Karriere sprechen, wie er denn erfolgreich geworden ist und so, dass ihr oder dass die Zuschauer, ihr und die anderen Leute, dass sie einfach ein bisschen was über YouTube erfahren. Ich will halt nicht nur junges Klientel ansprechen, sondern auch älteres, vielleicht Ü50, denn ich sehe das halt so, die Leute, die älter sind, ne, die älteren Herrschaften, die kennen das nicht, weil die das nicht beigebracht bekommen. Ja, wenn ich das so sehe, ich meine, wenn die haben irgendwann Kinder, so, ja? Und dann wird man älter und dann ist man alleine, weil dann die Tochter zum Beispiel oder der Sohn nicht mehr kommt, weil die selber dann Familie haben und Kinder haben. Und so, und ich bringe meiner Mutter auch Computer nicht bei. Ich meine, die macht das von alleine, aber irgendwann ist ja auch vorbei. Irgendwann macht sie es ja nicht mehr vielleicht. Und dann wird sie auch den neuesten Stand der Technik haben, weil keiner es ihr zeigt. Und deswegen, ich habe mir einfach gedacht, das wäre doch eine gute Sache. Ich arbeite ja mit der Dame, wo ich ja in der Maßnahme da bin, für die Selbstständigen. Die ist ja auch etwas älter auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie Ü50 ist, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, sie zum Beispiel wird mir dann das ältere Klientel geben. Oder bringen, weil sie macht zum Beispiel einen Blog und da werde ich dann zum Beispiel ein bisschen helfen, für sie schneiden zum Beispiel, meine Cutter-Tätigkeit dann, die ich dann anfange. Das sind so die Sachen, da ergänzt man sich, da hilft man sich ein bisschen und ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es läuft. Auf jeden Fall ist es echt anstrengend, das zu machen, vor allen Dingen, was richtig anstrengend wird, ist, wenn die Website müssen gemacht werden dann später noch und Dings, wie heißt's? Oh, Entschuldigung, Katze. Blöde Sau. Rennt die einfach da durch. Wo war ich stehen geblieben?
ja, wie gesagt, die Webseiten müssen ja gemacht werden, dann geht's los. Unterwegs schneiden, also was, das ist wirklich so, das meine ich ernst, Leute. Man kann dann für ein bisschen Geld, ich glaube, also ich kann euch schon mal sagen, ich hatte das schon mal so geplant, 30 Minuten Video, bis zu 30 Minuten kostet 9,99 €. Und das Video schneide ich dann für den Kunden, so wie er es haben möchte. Natürlich extra Wünsche, wird dann Stundenlohn bezahlt, extra nochmal Stunden. Das heißt, es wird mehr, aber ganz normal Schnitt und so. Kostet 9,99 € und Hochladen dazu kostet 99 Cent nur extra. Dann lade ich das sogar auf den Kanälen hoch und so weiter. Es ist also sowas. Also wenn auch ihr irgendwann später Bock habt oder sowas braucht, wie jemand, der für euch die Videos schneidet, bin ich auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Wie gesagt, da ich mich ja da selbstständig mache, weil YouTube bringt einfach nicht genug Geld. Es ist einfach so. Und ich meine, es geht mir zwar auch nicht ums Geld, das wisst ihr ja, Leute, aber ich muss halt auch ein bisschen businessmäßig denken. Und ich möchte halt auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, ich möchte Unternehmen aufbauen, ich möchte Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Da habe ich ja schon öfter gesagt, ich möchte gerne Arbeitsplätze schaffen. Ich möchte, dass mehr Leute arbeiten gehen, dass die Arbeitslosenrate sinkt in Deutschland. Ich meine, ich werde zwar keine Milliarden oder Millionen oder Tausende von Leuten einstellen können, aber auch ein paar Leute macht was aus. Das sind ein paar Leute weniger, die Geld bekommen vom Staat, die vom Staat leben müssen. Weil es gibt zwar genug Leute, die wahrscheinlich vom Staat leben, weil sie keinen Bock haben, arbeiten zu gehen. Aber das ist auch nur ein kleiner Teil. Es gibt einen großen Teil, zum Beispiel, der einfach nicht arbeiten kann, weil er nicht angenommen wird, weil er zum Beispiel jahrelang nicht gearbeitet hat. Und so will, denken die meisten Unternehmen so, ich meine, klar, ich muss darauf später auch achten, dass ich mir keinen hole oder jemanden hole, der nicht arbeiten kann, ne, weil er einfach wirklich zu dämlich dafür ist. Muss ich auch gucken. Also ich kann nicht jeden annehmen, aber trotzdem, dass man sagen kann, okay, ich biete jedem eine Chance, der kommt. So, das ist mir halt wichtig und das habe ich natürlich auch vor und das werden halt die Sachen, weil ich möchte ja irgendwann, wenn das alles läuft, hier noch einen kleinen Laden aufmachen in irgendeiner Stadt, vielleicht Berlin, Köln, mal schauen, irgendwo und dort dann Sandwiches und Burger verkaufen und natürlich vorher ein halbes Jahr nach Amerika, um dort Rezepte zu sammeln von Burger und Sandwiches dort. Und so weiter und so fort. Das ist halt mega geil, was ich halt vorhabe. Und dann will ich halt wieder so einen kleinen Sandwich-Burger-Laden aufmachen, wo ich dann selber auch arbeite, wo ich die Burger verkaufe. Deswegen muss ich auch gucken, ob ich dann in die größere Stadt ziehe. Wenn nicht, ist halt in einer kleineren Stadt, wo ich vielleicht hinfahren kann, bei mir in der Nähe irgendwie, vielleicht in Braunschweig oder so, was halt nicht so weit von mir weg ist, wo man sagen kann, okay, yo, ich fahre gerne eine Stunde mit dem Zug oder sowas. Das ist ja kein Thema, ne? Auf jeden Fall, ich rede heute gerade nur über mein Dings. Ich bin halt wirklich so, ja, ich weiß nicht, also es kann auch sein, also wenn, ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt dann auch mal kein Video kommt, nimm mir das nicht böse, weil dann liegt es wirklich daran, dass ich halt mega beschäftigt bin. Ich versuche natürlich jetzt vorzuproduzieren, da ja jetzt auch am 1. es losgeht mit dem Adventskalender wieder. Jeden Tag gibt es einen Adventskalender um 14 Uhr und dann um das 18 Uhr Video ganz normal. Muss ich halt auch gucken, dass ich das hinkriege, da werde ich vorproduzieren, das heißt zum Beispiel heute ist ja der 30. Heute Abend nehme ich für morgen auf. Gleich, obwohl machen wir es gleich richtig. Nehme ich für morgen auf. Den Adventskalender auch, den lade ich dann gleich hoch, auf 14 Uhr geplant. Und das 18 Uhr Video am besten auch noch. Ne, das ist so die Sache, was ich will jetzt auf jeden Fall ein bisschen nicht vorproduzieren, mehrere Folgen für eine Woche oder so, sondern einfach generell produzieren, hochladen, sodass es am nächsten Tag fertig ist, sodass ich am nächsten Tag in Ruhe aufnehmen kann, wenn ich nach Hause komme. Und die Videos trotzdem, was ich automatisch uploaden oder beziehungsweise freistellen. Das wäre natürlich mega nice. So werde ich das auf jeden Fall machen und versuche es noch beizubehalten. Sollte dies aber mal nicht der Fall sein, nimmt mir das auf jeden Fall nicht böse. Und ja, ich sehe gerade, wir haben bald die 15 Minuten erreicht. Ich laber nur über das Ding, aber ich denke mal, das ist auch mal interessant gewesen, für euch mal zu hören, was abgeht. Was bei mir so los ist, meine Zukunftspläne. Denke ich mal, das ist für euch auch interessant, auch wenn ihr da vielleicht manche von euch vielleicht nicht unbedingt was anfangen können mit, weil manche von euch da selber noch ein bisschen jünger sind und das an sich noch nicht brauchen, leben halt noch bei den Eltern und so, vielleicht auch nie einfach auch irgendwie kein Unternehmen selber aufbauen möchten, vielleicht auch im Familienbetrieb arbeiten werden, etc. Es gibt ja genug Möglichkeiten, aber ich denke mal, es war trotzdem mal interessant zu hören für euch, was ich hier so noch so mache. Oder vorhabe, dass ich ja sowieso immer öfter irgendwie auch mal auf den letzten Tagen zwischenzeitlich das mal nicht geschafft habe. War zwar aus privaten Dingen, aber halt, ich wusste halt, dass es viel Stress auf mich zukommt. Also wollte ich halt vorher noch mal ein bisschen relaxen. Das habe ich ja auch getan. Und ja, ich würde auch sagen, ich
wir haben, glaube ich, langsam genug. Ich gehe jetzt mal langsam hier so ein bisschen lang. So, und wir gehen einfach mal wieder zurück. Guck mal hier, oh mein Gott, wie alles leer ist. Oh, warte mal, ist das Avocado? Okay. Ich nehme ich mal mit. Ja, den nehme ich einfach mal mit. So. Genau, dann rennen wir jetzt aber zurück. Wir nehmen jetzt 15 Minuten und 30 Sekunden auf. Bei mir steht es zumindest, also bei euch wird es ein bisschen weniger sein, glaube ich. Weil ich ja vorher noch ein paar Sekunden nichts gesagt habe zum Rauschentfernung bei Audacity. Weil ich nehme mittlerweile meine Stimme wieder separat auf mit Audacity. Weil ich wollte jetzt einfach wieder meine Tonspur etwas lauter haben. Und ouch, ouch, ouch. Er wollte sie halt wieder ein bisschen lauter haben. Und vor allen Dingen hatte ich ja bei Titan wieder das Problem, dass ja meine Aufnahme, irgendwie mein OBS abgeschmiert ist. Und diesmal will ich auch gucken, es liegt jetzt einfach auch daran, ich hätte dann wenigstens meine Tonspur durchlaufen lassen können, dunklen Bildschirm. Aber da ich ja nicht mit Audacity separat aufgenommen habe, sondern meine Tonspur auch mit OBS, hat das nicht so geklappt, weil keine Tonspur da war. Bei OBS aus, auch keine Tonspur. OBS aus, OBS aus. Und dann ist vorbei. Wenn jetzt OBS ausgeht, hat man wenigstens noch die Tonspur, wie ich weiterquatsche. Und ich denke mal, das wäre jetzt auch optimaler. Und dann kann man auch mal sagen, okay, yo, kann man auch mal Schwarzbild oder einfach nur ein Bild oder Video halt von den anderen mit meiner Stimme besser akzeptieren auf jeden Fall, als wenn da gar nichts kommt. Ist halt doof auf jeden Fall. Ja, na, setz dich rein, super. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Mikrofon heute. Ey, das hatte ich heute wirklich. Ich habe gerade von dem Mikrofon geredet, habe Video gesagt, jetzt sage ich Video oder will Video sagen und jetzt sage ich Mikrofon. Läuft auf jeden Fall. Also, Leute, das war's mit dem Video. Genau, Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.